Hallo meine Freunde, wir sind mit der Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor. Die letzte Folge ist jetzt schon etwas länger her und ich habe bei der Begrüßung total einen extrem starken Ausschlag. What the fuck? Und wir haben beim letzten Mal Rona erhalten. Unser neues Partymitglied, was einige interessante Fähigkeiten haben. Ich möchte sie natürlich auch im Kampf ausprobieren. Deswegen habe ich sie noch dabei. So, so ging das genau durch. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, jetzt können wir aber. Wie war das noch? So war die Spezialfähigkeit, genau. Kann ich damit. Da war ich etwas sehr langsam und der Gegner halt zu schnell. Yay. Machen wir den Sprung. Ups. Sehr schön. Technik Hurricane, Kettewind. Feldficht. Ah, wie auf dem Bildschirm angezeigt, okay. Okay. Ah. Bringt das. Ah, ich hab vergessen, B zu drücken. Fuck it. Nur du wirst immer noch kalt. Das bringt. Bringt tatsächlich sogar BP. What the fuck? Okay, das ist ein möglicher Insta-Kill. What the fuck? Gut zu wissen. Und der kostet verdammt viel. Na komm. Oh yeah. Der Zauber wirkt schon wieder. Ich habe immer noch nachgeguckt, was er genau macht, was ich eigentlich machen wollte. Verdammt. Der Zauber vermehrt die Münzen. Okay. What the fuck? Okay. Okay. Ist klar. Ich habe sogar vielleicht erwähnenswert tatsächlich mal in den Counter, mein Ding ist gestellt. Oh fuck. Rona, könntest du bitte? Okay. Sehr schön. Danke, weil der eine kann nervig werden. Yay! Oh, und sogar ein Level Up. Sehr schön. Was machen wir denn mal? Was ist denn niedrig? Mal sehen. Ja, ich drücke jetzt mal nicht so schnell. Die habe ich ja schon einmal erhöht. Ja, wäre möglich. Mehr Orden. Ich habe jetzt. Nimm. Ich nehme. Die Blütenpunkte. Beim nächsten Mal nehmen wir dann die Orden. Ich habe vielleicht irgendwann mal irgendwas anderes gesagt, aber das ist mir jetzt gerade egal. Wow, zwei Münzen. Awesome. Na komm. Geh weg. Es gibt leider keine schnelle Fortbewegungsmöglichkeit. Wo kam der jetzt her? Ist du weh? Die ist wohl dich nicht. Also, Rona, bitte mal. Na komm. Es geht aber glücklicherweise immer in einem gewissen Rhythmus, was sehr angenehm ist. Und so haben wir das auch geschafft. Yay! 7 Sternpunkte, hier könnte ich ein bisschen farmen. Vielleicht Schrumpfer, ich brauche keinen Schrumpfer, danke. Das. Vielleicht, wo ist jetzt überhaupt hingeflogen? Ach da, oh. Fast nicht zu sehen in dem weißen Gras. Du hast deine Mail. Okay. Also vielleicht, da war es eine wichtige Mail. Da. Achso, da sieht man, welche man schon gelesen hat. Es ist gerade Rolling. Heute neueste Nachrichten aus unserer Stadt. Direkt in die Mailbox. Ärger. Es sind ja Spieler im Westend. Nachdem der Arbeiter Gumbani S. 30 sich über die hohen Preise beschwert. Griff er den kleinen Gatewechsler an Palmos 5 täglich an. Löste so den Alarm aus. Danach ist Palmos für längere Zeit außer Betrieb und die Spielhalle muss zeitweise geschlossen werden. Palmos äußerte sich zum Verfall. Automaten empfinden keinen Schmerz, wenn sie tritt, aber mein Stolz, der war verletzt. Okay, auch das Spiel, bla bla bla. Hey.
Hey. Das ist... Okay, ist jetzt nichts. Viel Spaß. Okay, jetzt nicht so interessant, dass wir es hätte vorlesen müssen. Okay. So, wir müssen zurück zum Baum. Ich wollte sagen, dass ich eventuell für das nächste Mal vielleicht nochmal ein Level. Also nach dieser Aufnahmesession, je nachdem wie lange die dauern wird, wahrscheinlich nur so ein Stündchen oder so. Weil ich ja nicht so viel Zeit habe aktuell. Aber ich bin froh, dass ich mal wieder ein bisschen Paper Mario spiele. So. Dann müssen wir hier oben schätzungsweise. Pust. Yo. Der sieht geheim aus. Da ist der geheime Eingang. Und ich kann wie hinein. Alles klar. Diese Buchs sind wirklich bezaubernde kleine Dinger. Mario, wusstest du eigentlich, dass ich noch bis vor kurzem ein großer Blühenstar war? Mein Name ist Madame Irona. War überall bekannt. Aber die Verruchtheit hinter der Kulisse, naja, das ist wohl die raue Realität. Jedenfalls habe ich es satt. Und deshalb habe ich mich in den Wald zurückgezogen. Jo. Also die kleinen Bubus mit ihren verfälschten reinen Herzen. Sie erinnern mich daran, wie rein und unverfälscht mein eigenes Herz einmal war. Und plötzlich erkannte ich, dass die Bühne mein Leben ist und dass ich mit meinem reinen Herzen zurück ins Rampenlicht muss. Für diese Erkenntnis bin ich dem Bubus unendlich dankbar. Ja. Mario hier. Ja, bla bla bla. Ist es eigentlich, finde ich es eigentlich nur, oder sind Aronas Brüste extrem hervorstechend, sagen wir es mal so. Wenn lässt sich die Tür ganz leicht öffnen, komm schnell. Ja. Es ist so unauffällig, dieser Eingang da oben. Komm, lass mich rein. Okay. Das ist in der Mitte eines Baums, what the fuck. So, eine Kamera. Komisch, sonst sind die alle hier. Hallo, Pumba. Hallo, wo seid ihr? Zeigt euch doch. Hallo? Ah ja, klar. Wer seid ihr? Seid nicht hier reingekommen? Blablabla. Hey, warte mal. Das der da. Ist das nicht Mario? Oh, Mario. Wirklich. Dann knüpfen wir uns mal vor. Ja, ist klar. Ah, wir haben Anweisungen von Oberst Schlüsselus. Sofort zu melden, wenn ihr ihn sehen. Denkt doch mal nach, Trottel. Wenn wir ihn fertig machen, treffen wir ihn um ein. Alles klar. Stimmt auch wieder. Also los, auf ihn. Und los. Go, go. Klar. Quatsch. Da. Ich hätte gern erstmal Gumbrina. Yay. Scanning. Das ist ein Fußsoldat. Hier steht, sie gehören zur Organisation der Krusionen. Und sie stehen wohl am ehesten, am untersten Ende der Hierarchie. Maxwell 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Kampf verwenden sie gerne Kraftpunsch. Um größer zu werden. Okay, also aufgepasst, versuche es schnell. Okay. Yay. Ein Kraftpunsch. Gluck, gluck, gluck. Hawkeye. Ein bisschen Erdbeben. Yo. Klops. Und die Kopfnuss für den ersten. Ah, stimmt, sie ist ja aufgepowert. Sie ist, oh Gott. Danke. Verdammt. 5 Schaden, das ist heftig. Mario heilt sich. So, na komm. Yay. Na komm. Ein Skandal, aber das nächste Mal kriegen wir dich bestimmt. Geht mal Bericht erstatten jetzt mal. Yo.
Wie du sie fertig gemacht hast, Mario. Unvergleichlich. Aber wir wissen immer noch nicht, wo die anderen alle sind. Vielleicht sind sie ja schon gar nicht mehr hier. What was it? Yo. Wieso man das in der Welt versteckst du dich denn da? Kramos, ich habe dich stark verbunden mitgebracht. Yo. Du hast einen gelben Bummel. Oh, ist der riesig. Elisabeth, die Riese. Wir müssen bestimmt alle auffressen. Oh, du, sind da noch mehr von uns? Oh Gott. Haben wir jemand ein bisschen Insektenspray? Okay. Hab doch keine Angst, Mario ist unser Freund. Er wird alle Gegner fertig machen. Genauso wie die beiden eben. Okay. Also, ich wollte schon Mario. Halt. Oh Gott. Was sollen wir wissen, ob er wirklich unser Verbündeter ist? Vielleicht ist er ja ein Spion, der diesen Typen geschickt haben. Was redest du da, Bumbulas? Mario gehört doch nicht zu denen. Er will uns helfen, wir alle zusammen können diese Typen verjagen. Und dann würde dieser schöne große Moment dich wieder zu uns gehören. Okay. Hör dich doch an, Bumbiligo. Du spielst dich hier wie der größte Anführer. Oh, du kannst doch keine Ahnung, was hier passiert ist, seitdem du weg warst. Wie, was? Was redest du da? Ja. Und wieso seid ihr eigentlich nur so wenige? Wo sind denn die anderen? Sie sind gefangen genommen worden von denen. Oh Gott, ich habe eine ganz blöde Vorahnung. Sie haben alle auch Bubuma und deine Schwester. Your sister. Was? Bumbilia? Bubidi. Mein Gott, diese Namen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh doch, sie haben sie alle mitgenommen. Nur weil sie ihnen nichts über irgendwelche Juwelen sagen konnten. Keine Ahnung, wovon sie da geredet haben. Und Bumbilia. Bubu Nummer 337. Wir müssen ihnen helfen, wir alle zusammen. Und was soll das? Wir haben doch eh keine Chance. Über sich noch mit diesen Pikatus. Okay. Mit denen verbündet. Sie werden die Herrschaft in den Baum sichern. Wir sind am Ende. Auch dieses bärtige Original nichts ändern können. Das ist eine schöne, eine sehr geile Beschreibung. Wie kannst du nur so reden? Wir müssen es auch wenigstens versuchen. Wir alle zusammen können diese Pikatus oder wen auch immer schlagen. Und deshalb bitte ich euch, wir müssen zusammenhalten. Bla 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 bla, Mr. Freeman. Du scheinst ja sehr überzeugt von dem zu sein, was du da redest. So, bla bla bla, zeigen, was er kann. Was soll er denn jetzt? Fight against me. Was denn, wenn du dieser Schnauze-Typ es schafft, die anderen zu befreien, da bin ich auch bereit, den euch danach zu helfen. Aber dazu wird es sowieso nicht kommen. Ob es dazu kommt. Oder Mario, gehen wir, wenn die befreien. Boah, das war lang. Yo. Rona erstmal wieder, heilen. Dankeschön. Speichern. Sehr schön. Und. Achso. Röhre. Okay. Schauen wir uns den Baum um. Wollen wir noch mal sehen. Das war jetzt ziemlich viel Gelaber. Ich habe heute auch nicht die Stimme dazu, großartig Stimmen zu imitieren. Hä? Schade, das könnte man hier in Atem einbringen. Wahrscheinlich habe ich nicht das richtige. Moment. Ich muss mehr Gewicht da drauf legen. Da hinten die Zahl verändert sich. Okay. Geht's aber nicht weiter. Oh, da muss ich hier. Oh Gott, ja. Meine Form wird, glaube ich, richtig sein, dass ich hier alles Mögliche an Leute befreien muss. Hi, du. Ja, da. What the fuck ist das da rechts?
Mein Januar. Und den einen hier kann ich jetzt schon mal plätten. Arona wechsle ich kurz durch, damit ich sehen kann, was das denn da ist. Und wie viel KP es hat. Okay. Die Fuck. Es vermehrt sich. Nicht gut. Scanner bitte. Moment, hey, das kleine Ding kann ich auch scannen. Das ist ein Mini-Crucimat. Maximal zwei von ihnen schützen einen Crucimaten. Das Gewalt 1 auf 0 Verteidigung nur. Sie sind schuld an den Attacken. Sind schuld, wenn Attacken auf einen Crucimaten wirkungslos verpuffen. Mach sie fertig, bevor sie angreifen. Arona hilft bestimmt gerne. Yo. Okay, ich kann die auch so fertig machen. Okay. Interesting. Okay, das lässt sich, glaube ich, nicht mit B abbocken. Okay. Scan den mal bitte. Interessant, dass man die kleinen Dinger auch scannen kann. Was ist ein Crucimat? Diese Dinger werden von den Crucionen hergestellt. Maximal Kadaver auf 2 Verteidigung 0. Wenn sie Mini-Crucionen in der Nähe befinden, werden sie unangreifbar. Also musst du zuerst die Mini-Crucionen ausschalten. Okay. Roms, Roms. Das war zu spät. Ja, ist ja gut. Na komm. Und hüpf, hüpf. Und yay. Okay. Nicht spannender Kampf ist nicht spannend. Yay. Nö, waren noch 3 Pilze. Soll ich nicht so anstellen. So. Ups, ups. Und das war's schon. Ich muss was trinken, weil es ist warm. Lecker, lecker Cola-Mix, wie immer. Ich sauf das Zeug ohne Feuerblume. Wirklich viel zu viel eigentlich in Kraftpun. Werf ich einen Honigsirup weg. Ja, was ist hier drin? Hallo. Hallo. Niggas, niggas. Und ich wechsle mal wieder auf Moment, ich könnte auch. Ja, ich hatte hier auch einen Schnellauswahl. Okay. Auf den Steuerkreuztasten. What the f. Okay. Gut. Arona? Bitteschön. Ja. Wenn man einmal den Rhythmus raus hat, ist das easy. Wow. Bei 9 Sternpunkten hat sich das so richtig gelohnt. So. Okay. Aber sowas ist fies. So. Okay, Cutscene. Ah, meine. Ah, ob wir wohl jemals eins von diesen Stellen hier wohl finden. Diese Bubus, die wir uns geschnappt haben, wissen ja wohl auch nichts darüber. Ja, Mann, ist das überarbeitet. Mich überarbeitet. Ich könnte glatt im Stehen einschlafen. Ein Ninja. Und ich glaube, ich weiß, wer das ist. Oh Gott. Bumbuma. Sieht alt aus. Bubu Nummer 7. Bist du zurück? Gut siehst du aus. Aber was machst du denn eigentlich hier, Bubu Nummer 7? Ich gebe dir jetzt einfach Zahlen. Was ich hier mache? Na, ich befreie dich natürlich. Ach so, na dann, schönen Dank. Ah, vielleicht solltet ihr erstmal die anderen retten.
Sind ja dann auch hier. Okay. Ich finde es gerade sehr geil, dass die Textbox da ist und gleichzeitig das Zeug noch läuft. Angefangen, der kriegt das gar nicht mit. Moment. Ich glaube, man hat es gehört. Das war ein Facepalm. Da bist du ja. Mein Bruder sieht mich bevor, dass ich wusste, dass du helfen würdest. Das ist verständlich, ich bin ein starker Verbündeter mitgebracht. Wir werden euch gleich herausholen. Habt noch ein wenig Geduld. Okay. Natürlich, wir vertrauen dir, Bubu Nummer 7. Mario. Und zuallererst müssen wir den Zellenschlüssel finden. Ne. You don't say. Okay. Und ich würde mal sagen, wir machen Schluss für heute. Ich bin's auch. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario 2, die Legende von Meontor.